Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kennt ihr noch diesen Mann? Ich werde einen Koalitionsvertrag nur unterzeichnen, wenn darin ein niedrigen und gerechteren und einfacheren niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem aufgeschrieben worden ist. Das war Guido Westerwelle von der FDP. Er ist leider tot mittlerweile. Gott hab ihn selig, aber seine Forderung bleibt wichtig und richtig. Mit diesem Wahlversprechen hat die FDP 2009 das beste Ergebnis in der Bundestagswahl jemals erzielt, aber leider viel bei rumgekommen ist nicht. Direkt nach der Wahl hat der gute Guido Westerwelle dann Folgendes gesagt. Können Sie ihn bitte noch einmal wiederholen? Selbstverständlich kann ich das, aber ich tue es jetzt nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das, was ich gesagt habe, gilt. Aber ich möchte vor allen Dingen gute Ergebnisse. Und ich werde mit Sicherheit nicht den Fehler machen, dass ich hier in einer Pressekonferenz Koalitionsverhandlungen führe. Vielleicht hatte sie da auch ein bisschen was mit zu tun. Wer weiß. Darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Die Forderung, das Steuersystem massiv zu vereinfachen, kam aber auch schon von Friedrich Merz 2003 und er hat es 2018 nochmal wieder aufgegriffen. Wir müssen eine Steuerreform wollen, die auch eine erhebliche Vereinfachung, insbesondere für die privaten Haushalte, mit sich bringt. Also da kommt der Bierdeckel wieder zum Vorschein, aber anders als 2003. Beidseitig beschrieben. Beidseitig beschrieben ist ein gutes Beispiel, weil er auf diese Art und Weise eben wirklich strikt trennt zwischen Besteuerung der privaten Haushalte und Besteuerung der Unternehmen. Der Friedrich, ne? Ja, hat er recht. Jetzt haben wir 2020 und unser Steuersystem ist weder fair, noch gerecht, noch einfach und ich würde es ergänzen, es ist auch nicht nachhaltig. Dabei gibt es in allen Parteien mehr oder weniger die Forderung, das Steuerrecht zu reformieren, einfacher zu machen, gerechter zu machen, umzubauen, Steuerschlupflöcher zu schließen und ja, sich diesem Thema einfach zu widmen. Wir haben also ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen betrifft, was schon ganz, ganz lange bekannt ist, was anscheinend sehr, sehr viele Parteien, wenn nicht sogar alle Parteien, mehr oder weniger wollen, aber es wird einfach nicht gemacht. Ich blende euch hier mal einen Auszug aus den bestehenden und aktuellen Grundsatzprogramm der relevanten politischen Parteien in Deutschland ein. Nicht nur die Parteien, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sehen das, glaube ich, ähnlich, wie schon in mehreren Umfragen herausgefunden wurde. Hier blende ich euch mal ein paar Umfragen zu dem Thema ein und das könnt ihr euch ja mal in Ruhe durchlesen. Da wir uns ja in der Kategorie der Bundestag möge beschließen befinden, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie sowas aussehen könnte und möchte jetzt auf meine 6 Punkte, die ich mir überlegt habe, zum deutschen Steuersystem eingehen, möchte euch die vorstellen und hoffe natürlich, ihr findet die gut. Punkt Nummer 1. Das Steuersystem muss jeder verstehen können und es muss auf einer Seite erläutert und erklärt werden können. Und ich habe es eingeteilt in 3 Steuersätze, jeweils 10%, 15% und 20% Einkommen 75 bis 75.000 Euro, ab 75 bis 125.000 Euro die 15% und die 20% ab 150.000 Euro. Punkt Nummer 2. Die Steuerpflicht oder Gemeinwohlabgabe, man kann es ja auch positiv formulieren, ist an die Staatsbürgerschaft bzw. den Lebens- und Arbeitsmittelpunkt der jeweiligen Person und des jeweiligen Unternehmens zu binden. Das heißt, egal wo ich bin, wo ich arbeite, wird halt geguckt, wo ist der Lebensmittelpunkt, wo werden die Einnahmen, die Umsätze generiert, erzielt und es ist dann egal, auch wo ich wohne, wenn ich die Staatsbürgerschaft in dem Fall habe oder mein Lebensmittelpunkt da in Deutschland ist, muss ich jeweils diese Steuern da entrichten. Punkt Nummer 3. Das Steuersystem muss grundsätzlich nachhaltige und ressourcenschonende Aspekte und Verhaltensweisen der Menschen bzw. auch der Organisationen und Unternehmen
fördern und einen Anreiz setzen. Hier habe ich mir ein Nachhaltigkeitsmodell ausgedacht, was sich in sogenannten Nachhaltigkeitsboni niederschlägt. Also wenn ihr nachhaltig lebt, wenn ihr nachhaltig wirtschaftet, zum Beispiel selber irgendwas anbaut, wenn ihr Fahrgemeinschaften macht etc. pp., könnt ihr dafür sogenannte Nachhaltigkeitsboni erwerben, die einen gewissen Freibetrag dann prozentual innehaben und auf euer Jahreseinkommen bzw. euren Jahresumsatz dann angerechnet werden bzw. sich addieren. Ab 5 Boni, wenn ihr die nachweisen könnt, gibt es nochmal 0,5% extra, ab 10 1% nochmal extra und ab 15 Nachhaltigkeitsboni nochmal 1,5% zusätzlich. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 10 Nachhaltigkeitsboni erwerbt für das jeweilige Jahr, dann könnt ihr 5% mehr Freibetrag auf euer Einkommen bekommen plus halt nochmal diesen 1% extra Boni obendrauf. Punkt Nummer 4. Die sogenannten Nachhaltigkeitsboni können nur einmal geltend gemacht werden und sind gegenüber dem Finanzamt in einfacher, aber angemessener Weise zu belegen, nachzuweisen. Und zu den Nachhaltigkeitsboni soll es natürlich einen Fachbeirat geben oder verschiedene sachverständige Personen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten und Gruppen, die diese Boni festlegen, also ein Expertengremium, wo ganz normale Bürger drin sind. Und die sollen da erarbeitet werden, sollen natürlich auch immer erweitert werden können. Und Menschen sollen auch die Möglichkeit haben, individuell dem Finanzamt gegenüber diesen Boni zu beantragen bzw. ihn dann auch zu belegen. Punkt Nummer 5. Alle anderen Steuern, Abgaben, Schlupflöcher, Ausnahmen und sonstigen Möglichkeiten, Steuern zu vermeiden, sind abzuschaffen. Und der Punkt Nummer 6. Die Steuererklärung soll alle 2 Jahre abgegeben werden. Sie muss in papierloser Form abgegeben werden, also digital. Oder für ältere Menschen bzw. Menschen, die die technischen Voraussetzungen nicht haben, beim Finanzamt mit Hilfe einer sachverständigen Person. Um das zu verdeutlichen, 2 Beispiele, einmal ein Haushalt oder eine Privatperson mit 50.000 Euro, also 10% Steuersatz pro Jahr, wären dann 5.000 Euro, die die Person an Steuern zahlen müsste und die hat dann in dem Fall 5 Nachhaltigkeitsboni, was somit den Steuersatz um 5 mal 0,5%, also 2,5% plus nochmal 0,5% extra Nachhaltigkeitsboni, also insgesamt 3% vermindert und die Person zahlt somit pro Jahr statt 5.000 nur noch 3.500 Euro Steuern insgesamt. Bei zum Beispiel einer Firma, die einen Jahresumsatz von 500.000 Euro hat, also 20% normalerweise Steuern nach dem Modell zahlen müsste, sind das 100.000 Euro. Die Firma hat in dem Fall 11 Nachhaltigkeitsboni, also 11 mal 0,5 plus 1% sind 6,5% Boni und vermindert somit den Steuersatz auf 13,5%. Ich muss es ein bisschen ablesen und zahlt statt der 100.000 Euro somit nur noch 67.500 Euro Steuern und hat somit natürlich auch stark den Steuersatz nochmal mit einer nachhaltigen Lebensweise vermindert. Jetzt, wo ihr meine Vorschläge kennt, könnt ihr ja mal überlegen, was das für eine ganze Gesellschaft bedeuten würde, wie viel einfacher, wie viel gerechter meiner Meinung nach das Steuersystem dadurch aussehen kann. Und natürlich auch mein wichtigster Punkt, wie viel nachhaltiger, nicht nur im Sinne von einer realen Nachhaltigkeit, wenn Leute zum Beispiel eine Fahrgemeinschaft bilden, sondern auch in überhaupt in der Möglichkeit, Anreize zu schaffen, dass die Leute irgendwie darüber nachdenken, hey, was könnten denn noch nachhaltige Ideen sein, Projekte sein, mit denen ich so Steuern sparen könnte. Wenn man das mal hochrechnet auf das große Ganze, ist das unglaublich viel Energie, kognitive Energie, aber auch materielle und personelle Ressourcen, wo sich Leute natürlich auch mit sehr viel wichtigeren Dingen, wie zum Beispiel Bildung, wie Erziehung, wie Pflege beschäftigen können. Und
ich kann euch nur aufrufen, versucht im Rahmen eurer Möglichkeiten mit Leuten darüber zu sprechen, vielleicht auch das an Bundestagsabgeordnete ranzutragen oder an Menschen, die halt in verantwortlichen Positionen sind und halt bei dem Thema was machen können, weil alleine ist es, glaube ich, ziemlich schwierig. Ja, gerne dazu auch eure Vorschläge, Ideen, Kommentare. Ich bitte darum um konstruktives Feedback. Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht gut? Was findet ihr realistisch? Was ist umsetzbar? Ich denke auf jeden Fall, wenn genug Handlungsdruck da ist, ist das definitiv machbar, eine gute Sache und etwas, was uns ja weiterbringt auf allen möglichen Ebenen. Alle Links und Quellen findet ihr in der Beschreibung zum Nachlesen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Alle Links und Quellen findet ihr in der Beschreibung. Da. Alle. Mandarinen. Voll geil. Und ach, nee, das mache ich nochmal. Niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem.